24.08.2023. Wir schreiben heute Tag 182 des zweiten Jahres im Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Können Sie sich noch an dieses Video erinnern? Передаем привет пану Зеленскому. Спасибо за чудные машины. А сейчас мы пригоним мотолыгу и заберем эту хуйню. Отряд Керч. Falls nicht, dann kläre ich Sie schnell auf. Vor eineinhalb Monaten postete dieser Russe das Video im Norden von Robotyne, ungefähr dort, wo sich die grüne Stecknadel befindet. Er prahlte mit der Eroberung eines Bradley-Schützenpanzers zu Beginn der ukrainischen Offensive in diesem Sektor. Der Sprecher im Video behauptete auch, dass die Ukrainer keinen Erfolg hatten und die Offensive gescheitert wäre. Nun haben die Ukrainer das Dorf vollständig befreien können und schauen Sie mal, wer dabei gefangen genommen wurde. Das ist derselbe Kerl. Bei seiner Gefangennahme kamen wichtige Erkenntnisse zusammen, die ich Ihnen nun erläutern werde. Der Bradley, welcher im Hintergrund zu sehen war, konnte nicht erobert oder geborgen werden, da die Ukrainer nach kurzer Zeit die Kontrolle über den Sektor übernommen haben. Das war in etwa dort, wo auch der erste beschädigte Leopard 2A6 zu sehen war. Weiterhin behauptete er, dass sie seit 2 Monaten an der Front nicht mehr rotiert wurden und Robotyne nur verloren haben, weil sie einfach keine Kraft mehr und keine neuen Reserven bekommen haben. Die ukrainischen Soldaten, welche ihn gefangen nahmen, gaben an, dass der russische Soldat der einzige Überlebende aus dem Video sei. Er selbst meinte, dass er seit 3 Monaten an der Front ist und seine Einheit in den letzten 2 Monaten, also seitdem sie nicht mehr rotiert wurden, knapp 40% Verluste zu beklagen hatte. Nachdem Robotyne befreit wurde, konnten die Ukrainer in den ersten Verteidigungslinien bei Novoprokopivka eindringen. Die russischen Soldaten des 1430. motorisierten Schützenregiments zogen sich in die Ortschaft zurück und versuchen diese nun auf eine Verteidigung vorzubereiten. Währenddessen gilt der Norden vor dem Dorf als umkämpft, da die Ukrainer nach ihrem Erfolg bei Robotyne gleich Druck ausüben, um ein erneutes Aufbauen von Verteidigungsanlagen zu unterbinden. Das Interessante ist aber, dass das 70. Regiment ebenfalls dorthin abkommandiert wurde, und das bedeutet, dass die Russen die Felder östlich von Robotyne aufgegeben haben, da dort die Stellungen des 70. lagen und diese nicht wieder aufgefüllt wurden. Auf der Krim gab es anscheinend eine Spezialoperation auf ukrainischer Seite. Dort, wo gestern das S-400 Flugabwehrsystem zerstört wurde, landeten kleinere Einheiten des ukrainischen Militärs unter Beteiligung von Booten und Flugzeugen auf der Krim. Zumindest behaupteten das die Ukrainer selbst. Ich war dabei noch etwas zurückhaltend, da die Ukrainer das alleine behauptet haben und heute auch gleichzeitig ihr Unabhängigkeitstag ist. Jetzt folgen aber schon die ersten Videos von der Landung und diese bringen etwas Licht in den Nebel. Wie es aussieht, handelte es sich dabei um eine kleine Gruppe Ukrainer, welche auf der Krim landete, eine Fahne anbrachten und dann wieder über das Meer verschwanden. Die Russen reden mittlerweile auch von ungefähr 10 ukrainischen Saboteuren, welche sich auch kleinere Gefechte lieferten, bevor sie wieder die Krim per Boot verließen. Nachdem der Chef der Gruppe Wagner, Jewgeni Prigozhin, als auch der Gründer der Söldnergruppe, Dmitri Utkin, bei dem gestrigen Flugzeugabsturz ums Leben kamen, veranstalteten die Söldner eine Gedenkfeier vor seinem Büro. Andere veröffentlichten Videos darüber, dass man bloß aufpassen sollte, da die Söldner sich dafür rächen werden. Währenddessen erhöhen russische Sicherheitskräfte die Maßnahmen und Präsenz in den russischen Städten, welche beim ersten Marsch der Gruppe Wagner besonders viel Sympathie zeigten. Und dabei bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.